Das Kulturzentrum Balu in Dortmund-Brakel besteht bereits fast 40 Jahre. Begonnen hatte es als Nachbarschaftshaus und soziokulturelles Zentrum in Dortmund-Wampel und befindet sich seit 1990 in der ehemaligen Oberdorfschule in der gleichnamigen Straße. Seit 1994 bietet die Galerie im Balu als Non-Profit-Unternehmen mehr als 100 lokalen und regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform. Zu diesem Anlass richtet die Galerie zurzeit eine zweiteilige Jubiläumsausstellung aus, deren erster Teil noch bis zum 30. Oktober zu besuchen ist. Die beteiligten Künstler in der aktuellen Ausstellung sind Tanja Moschik, Bernd Mönnikes, Ira Freitson, Jutta Hellweg, Benjamin Vogel, Rudolf Preuß, Petra Eick, Martin Brandt, Angelika Gerke, Brigitte Beiler, Birte Breitbach, Cornelia Regelsberger, Claudia Karweig. Zur Eröffnung der Ausstellung betonte Stadtdirektor und Kulturdezernent Jörg Stüdemann, dass die Künstler aus Dortmund und Umgebung nicht dankbar genug sein können für diese hervorragende Möglichkeit, sich dem lokalen und regionalen Publikum zu präsentieren. Er dankte deshalb ganz persönlich dem ehrenamtlichen Galerieleiter und Vorsitzenden des Balu, Rudolf Preuß, für dieses herausragende Beispiel gelungener Kunstvermittlung, die von einer nachahmenswerten Kunstleidenschaft getragen werde. Der zweite Teil dieser Jubiläumsausstellung wird am 2. November 2014 eröffnet werden. Herzlich willkommen!